bei meinem Kanal. Heute möchte ich mal wieder mit der Jelly Plate arbeiten. Ich habe schon ein Video davon ins Netz gestellt und heute kommt das nächste. Ich will euch einmal erklären, was ihr für die Jelly Plate alles braucht. Erstens einmal Feuchttücher zum Reinigen. Ich bekomme nie alles runter, aber mit der Zeit wird es dann immer besser. Dann habe ich hier eine Unterlage, wo ich genau aufgezeichnet habe mit Strichen, wie die Jelly Plate liegt. Und dann habe ich mir hier für dieses Format, das ist A4, eingezeichnet mit Kreuzen, damit ich immer dieselbe Stelle, also das in der Mitte, treffe. Was braucht ihr noch? Ihr braucht einen Farbroller oder besser gesagt, noch besser, zwei Farbroller. Ihr braucht Farben. Ich verwende die Open Golden Farben. Die sind sehr gut, weil die haben einen Trocknungsverzögerer drinnen. Und dann verschiedene Utensilien wie Schablonen, Stempel. Ihr seht, ich habe hier ganz viele Utensilien und das möchte ich heute mit euch ausprobieren. Hier habe ich einen wunderschönen Christbaumstempel. Möchte ich in Richtung Weihnachtsbelays gehen und werde damit experimentieren. Für die Weihnachtsbelays habe ich mir so Karten schon vorgeschnitten. Ihr seht, hier ist schon ein Schmutz drauf. Die werde ich dann nachher bedrucken. Und was ich auch unbedingt ausprobieren werde, das ist dieses Kettchen hier. So, nun lasst uns starten. Ich werde hier nochmal drüber reinigen. Was ganz, ganz wichtig ist, diese Jelly Plate ist sehr heikel punkto Kratzer. Das heißt, ja nicht mit scharfen Gegenständen hantieren oder mit einer Spachtel die Farbe runterkratzen, weil sonst funktioniert sie nicht mehr. So, ich beginne jetzt. Ah ja, und was ihr noch braucht, ist einfach auf der Seite ein normales Papier zum Abrollen für den Farbroller, damit er immer sauber bleibt. Ich lege mir das da auf die Seite, damit ich alles zur Hand habe. So, ich beginne. Nichts mehr raus. Nochmal wieder das Paint Spray. Aber mit ganz, ganz wenig Farbe. Jetzt ist genau richtig die Farbe. Wollen Sie abstreifen? So, ich lege hier eine Schneeflocke. Das. Und hier lege ich das hinein. Dann möchte ich versuchen, hier mit dem Kettel noch Abdrücke zu machen. Mal schauen. Und jetzt nehme ich ein normales Papier. Also ihr braucht ganz viel normales Kopierpapier,
einfach um den Farbroller abzustreifen. Beziehungsweise manchmal entstehen hier ganz tolle Abdrucke. Ich hebe mir die auch alle auf, weil da kann man auch dann oft was ganz was Tolles machen. So, das ist wieder mal der erste Abdruck. Jetzt entferne ich das. Man kann da alles probieren. Stempel und verschiedene Arten. So, jetzt nehme ich noch eine Karte. Und hoffe, dass ich hier einiges raufbekomme. Man darf es aber dann auch nicht zu lang oben lassen, sonst zerreißt das Papier. Ah, das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Nur die Schrift muss ich seitenverkehrt drauf tun, das habe ich jetzt vergessen. Aber sonst ist das schon ein lustiger Abdruck. Das mit dem Kettel ist ganz witzig, was da auch passiert ist. Dadurch, dass hier der Abstand so groß ist, ist hier die Farbe drinnen geblieben und hier ist sie raus. Sonst wäre hier auch alles weiß gewesen, wenn ich die Kette nicht hineingelegt hätte. Ich würde sagen, ich probiere das Ganze noch einmal. Wieder Farbe drauf. Da das die Farbe von Open Golden ist, trocknet die auch nicht so schnell ein. Und man braucht sie nicht entfernen. So, zurück an den Start. Bei solchen Experimenten, das ist nämlich wirklich auch für mich ein Experiment, nehme ich meistens nur mal eine Farbe, weil sonst ist man zu verwirrt. So, und jetzt lege ich seitenverkehrt. Wieder also mal hier so. Und so diese Sternflocke. So, und ich werde es jetzt aber mal ohne diesen Kettel versuchen. Jetzt brauchen wir wieder ein normales Blatt zum Abdrucken. Hier nehme ich wieder dieses alte Blatt. Das ist die Farbe, ist ja schon fast offen. So, fahre wieder drüber. Noch eine Karte. Gott sei Dank habe ich genug Karten. Jetzt schauen wir, dass da die Schrift oben ist. Wenn die Schneeflocke abgeschnitten ist, macht es mir nichts. So. Wieder einige Sekunden. Dass schön die Farbe aufgenommen wird, aber das Papier nicht zerreißt. So, jetzt passt die Schrift. Mir gefällt das Motiv eigentlich fast besser
sagen, man kann es nicht sagen, sie sind anders, die beiden Motive. Also so für sich so einhalten. So, ich habe hier diese Blättchen da verwendet. Und meistens sind mir die Bilder hier zu dunkel geworden. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, dass man etwas weiß lässt, etwas abdeckt. Das habe ich bei einigen dann schon gemacht. Das ist natürlich auch alles Geschmackssache. Hier trage ich mal die Farbe auf. Nicht zu dick. So. Ich habe jetzt hier. Diese Blättchen haben mir so gut gefallen, also es geht verkehrt, die Schrift geht immer verkehrt. Hier habe ich noch die Schneeflocke und dann hier den Weihnachtsmann. Dann habe ich hier so Sterne reingedrückt und einmal ein Vorab. Das habe ich zum Beispiel eine Folie, kann man auch Folie geben. Das macht auch ganz lustige Strukturen. So, jetzt nehme ich ein Blatt. Ein stärkeres Blatt. Hier drauf und mache einmal einen kurzen Vorabdruck. Ja, da habe ich schon einen schönen Rand. Jetzt entferne ich diese bei den Sternen ist es eher schwer. Mache dann auch gleich Abdrücke. Hier auch gleich ein paar Abdrücke gemacht und hier. So, und jetzt versuche ich das wieder. Sehr schmutzig. Versuche ich das wieder darauf zu legen. Besser ist, man zeichnet sich das vor. Nein, ich versuche es nicht darauf zu legen, ich mache ein neues. Das schaut schon ganz lässig aus und ihr seht, es ist wichtig, dass hier etwas weiß ist. Und jetzt kann ich eben das, was ich jetzt mache, hier noch einmal drauf drucken. Also
Also nie zu viel Farbe. Manche Stellen abdecken. Das ist jetzt lustig geworden.